Dass ich zurzeit meine Phase der schnellen Panzer habe, ist, glaube ich, gefühlt gerade zumindest kein Geheimnis mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Heute wird der Tier 8 Warrior, auch wieder hier ein sehr martialischer Name, im Fokus stehen. Und ihr denkt euch so, wow, Tier 8 Warrior, was ist denn das überhaupt? Ja, für alle die, die es nicht wissen, den schauen wir uns an. Hier in dem Fall ist es ein britischer Panzer, auch ein Schützenpanzer, sowie die Ramcast, die ich ja in letzter Zeit, oder Terminator, die ich gern gespielt habe. Dieser von den Briten als Ersatz für die FV-430-Serie entwickelte Panzer verkörpert das Ideal eines Schützenpanzers. Die Entwicklung begann in den 1970er Jahren und der FV-510 Warrior trat seinen Dienst 1988 an. Mit einer anschließenden Gesamtproduktion von über 1000 Einheiten. Das Fahrzeug steht hauptsächlich im Dienst der Briten und wurde bei Operationen in Westasien und Nordafrika eingesetzt. Anteil der Schaden über 8000, das ist ein sehr cooler Wert. Der Schaden selber natürlich dann etwas geringer mit einem vernünftigen Durchschlag. Trefferpunkte recht gering mit 2155 und einer fast nicht vorhandenen Panzerung. Dafür eine tolle Mobilität, Ortung und Zielerfassung. Also ein Panzer, der uns hoffentlich jetzt viel Spaß zusammenbringt. Deswegen springen wir rein, gucken, wie wir so loslegen können. Und die Operation Geisterjäger haben wir zugeteilt bekommen. Ja, ANP-Truppen haben hier minimale Verteidigungskräfte zugelassen und sind weiter in Richtung Norden gezogen. Wir haben nur wenig Zeit, um Stadt und Raketenbasis zurückzuerobern. Macht die auf erbitterten Widerstand gefasst. Das Dorf verteidigen, Silo und Stadt und die Setcom-Trucks zerstören. Ja, die Mission hatten wir eh schon mal, also das ist jetzt nichts, wo wir jetzt hier komplett neu sind. Ich kenne zwar die Spawns immer noch nicht, aber das soll dem Ganzen jetzt keinen Abbruch tun, sondern wir werden jetzt mit dem kleinen Warrior bestimmt was hinbekommen. Eine Arti ist auch dabei. Wie gesagt, Artis finde ich jetzt im PvE gar nicht so geil, aber gut, sollen sie machen, weil Artis selber machen ja schon Spaß und naja, wie gesagt, vielleicht geht es ihnen einfach so wie mir, nur PvE macht mir in dem Spiel einfach derzeit Spaß. So. Meine Kleinstadt außerhalb der Militärbasis, ja. Schönwendig, schön agiles Gerät, fährt sich unglaublich gut. So, und jetzt werden wir mal gucken, wo wir hier so Gegner sehen. Ich habe leider keinerlei Raketen oder sowas. Kommt, Jungs, macht halt schon Schaden drauf. Ja. Jetzt würde ich gern drauf schießen. Yep. Nö, du. Ah, das Ding fährt sich super cool. Wenn der Reload jetzt nicht wäre, noch schöner. Also die Wendigkeit von dem ist ja sensationell. Also muss man, das kann man ja nur lieb haben. Nein! Ziel identifizieren. Also, dass der dann nochmal rausfahrt, so knapp davor. Aber erstmal wird jetzt hier verteidigt und dann gucke ich weiter. Also den Damage, den werde ich hier nicht anführen mit dem Panzer. Das würde mich jetzt dann doch eher wundern. Deswegen hier jetzt den entspannten Schaden. Nicht alles komplett rausballern. Da markiere ich den schon mal und mache keinen Damage drauf. Ist doch zum Mäusemelken. Naja, jetzt ist er weg. So ein Wiesel ist natürlich mein Lieblingsgegner. Da komme ich immer gut zurecht mit dem Durchschlag, egal mit welchem Panzer. Auch so ein M8 ist grandios. Der arme Ladeschütze, so gesehen, der ist ja
da ganz schön fleißig. Aber wie gesagt, das Ding, das ist sowas Tolles vom Fahrerischen her. Große Sensation. So, mal gucken, wo ich hier mich hinstellen kann, um vielleicht ein bisschen was zu spotten. Ich habe die Hoffnung, dass sie noch von da kommen. Und da ist er schon. Der ganz dicke. So, jetzt hoffe ich mal, dass die auf den hier gehen, den T90. Das ist nämlich so ein Gegner, auf den ich persönlich wenig Bock habe. Ich probiere es mal von hinten. Ja, von hinten geht's wie immer ganz gut. So. Der ist weg. So ein tolles Gerät. Laden, Treibspiegel. Und Treibspiegel. Von hinten ist das alles immer kein Problem. Schnell hier Richtung Front wieder. Auch das ist natürlich toll, dass man überall so agil ist. So, den haben wir jetzt mal markiert. Na klar, nicht auf den, der markiert ist. So, und jetzt mal Richtung Stadt gucken, was da so geborgen werden kann. Ne Arti. Ein Stingray. Okay, alles klar. Ich hau ab. Ist ja gut, ich bin weg. Ich muss weg. Alles klar, das war jetzt vielleicht keine so super tolle Idee von mir, so mit vollstem Elan in die Stadt zu fahren. Und jetzt brauche ich mal wieder voll... Komm, Jungs. Da brauche ich jetzt Hilfe mit dem M1. Dass ich immer alleine bei den Leuten bin. So. Naja, mittlerweile ist mein Panzer ein bisschen angeschlagen. Hat so ein wenig von seiner Agilität eingebüßt. So, jetzt ist da wirklich noch jemand in der Stadt. Aber erstmal nehme ich die Arti mehr aufs Korn.
Alter. Erst nicht zurückfahren und dann mich hier wegdrängen. Das habe ich ja gern. Ja, egal, noch ein Stück vor. So. Na komm, Knackwurst. Fahr, fahr, fahr. Ah, ich dachte, ich könnte so wirklich was ausrichten, aber falsch gedacht. Kommt der hoch? Sieht nicht so aus. Ach, Junge. Ganz ruhig. Genug noch für jeden da. Naja, eigentlich nicht, aber muss er ja nicht erfahren. Ich würde nochmal drauf schießen, sofern ich darf. Nee, darf ich nicht. Die Runde ist beendet, aber über 15.000 Damage. Das war doch sehr nice. Ich weiß nicht, was der Leo da eigentlich für ein Problem hat. Keine Ahnung. Wir haben doch alle Nebenmissionen erfüllt. Wir haben alles gemacht. Also keine Ahnung, was den jetzt da reitet. Auf jeden Fall habe ich mich sehr wohl in der Runde gefühlt. Mal schauen, was so das Endtableau jetzt noch dazu sagt. Ich hoffe doch, dass ich mich da, sagen wir mal, ins Mittelfeld definitiv. Da würde mich doch alles andere wundern, wenn ich da jetzt auf den letzten Platz landen würde. Ich sag mal, ich mutmaße mal Platz 2, dass ich gewonnen bin. Ohne da jetzt zugreifen zu wollen. Ich denke, Platz 2 ist realistisch, aber Spekulation hin oder her. Schauen wir mal, was Armored Warfare selber dazu sagt. Nein, ich bin sogar Erster, habe mir den Blue Star geholt, dann den Schützen und noch Teamwork, weil alle überlebt haben. Bin vom Schaden her auf Platz 1 und von den XP auf Platz 1 und habe mich, glaube ich, doch sehr wacker geschlagen. Ja, das war's dann mit dieser Ausgabe und ich muss weiterhin sagen, die schnellen Panzer machen mir viel Spaß und ich hoffe, euch auch. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.